aus dem Erzgebirgsalmanach. Es ist der 26. April 2014. Das Raddrehkreuz Blauenthal im Zuge der deutsch-tschechischen Karlsroute wird an diesem Tag offiziell an die Öffentlichkeit übergeben. Eine auf dem ehemaligen Busplatz im Eibenstocker Ortsteil aufgestellte Skulptur aus Aluminium zeigt eine sich teilende Straße, die ein Fahrrad trägt. Der ehemalige Busplatz Blauenthal wurde für rund 230.000 Euro komplett umgestaltet. Im Rahmen der Ziel-3-Förderung wurden 85% von der Europäischen Union finanziert. Von Blauenthal führt der Mulderadweg weiter in Richtung Westen und die Karlsroute weiter in Richtung Süden. Neben Informationstafeln wurden auch einige Sitzgruppen aufgestellt. Ein kleiner Parkplatz sorgt für eine günstige Einstiegsmöglichkeit für Radfahrer, die mit dem PKW anreisen. Ein Jahr später wird dann die gesamte Karlsroute, die Aue und Karlovy Vary verbindet, eröffnet.